So, wir wollen nochmal die Schachtel notieren. Machen wir mal die Schachtel. Wir sind zurück. Das Spiel Heckmeck am Radwurmeck sollte fast jeder kennen, vom Rainer Knizia. Bei Zoch, ich glaube, schon fast im Millionenbereich verkauft weltweit. Und eins der tollen Sachen bei dem Würfelspiel war, dass die Spielsteine aus Bakelit waren und sind. Und wenn ihr hier mal hört, ist genau dasselbe Material. Tatsächlich haben wir noch die Erstauflage von Heckmeck am Radwurmeck. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Da waren die Steine noch ein bisschen dicker und weißlicher. Bei der Neuauflage sind sie ein bisschen beige und das hier sind jetzt auch die beigen Steine. Sie sind schon ein bisschen größer als beim Würfelspiel. Kann sein, ja. Und jetzt haben wir die Kartenspielversion davon. Der Autor ist kein anderer als der Rainer Knizia himself. Die Grafiken hat ohne Probleme garantiert wieder die Doris Matthäus gemacht, weil sieht nämlich genauso aus. Und Die sonst, glaube ich, gar nicht mehr so viel macht. Nee, nicht mehr ganz so viel. Dann gucken wir uns doch mal an, wie das Spiel funktioniert. Genau. Wir haben am Anfang alle 6 Handkarten und wenn wir am Zug sind, haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder wir können auslegen oder wir können aussteigen. Wenn ich auslege, kann ich eine oder mehrere gleiche Karten ausspielen. 3 Einser zum Beispiel. Ja, genau. Wir haben Zahlenwerte von 1 bis 5, die gibt es jeweils 17 Mal und es gibt noch 25, also die haben Hühner drauf und es gibt noch 25 Fünfer, die einen Wurm zeigen. Also es gibt sowohl 5er Hühner als auch 5er Würmer. Wenn ich also am Zug bin, kann ich ein oder mehr gleiche Karten ausspielen. Ich muss nicht alle gleichen ausspielen. Gleiche Karten oder gleiche Zahlen? Gleiche Zahlen, ne? Okay. Oder auch gleiche Karten. Ne? Also wenn du 5er Hühner, dann nur 5er Hühner. Nicht 5er Hühner und 5er Würmer gemischt. Okay. Ne? Genau. Ich habe zum Beispiel 2 Zweien auf der Hand. Ich könnte beide spielen. Ich könnte auch nur eine spielen. Das ergibt aber meistens nicht so viel Sinn. Denn ich darf, wenn ich wieder am Zug bin, keine Zweier mehr auslegen. Ja, das ist wie das Würfelspiel. Genau, okay. Das ist wie das Würfelspiel. Und du ziehst nach am Ende des Zugs? Und ich ziehe wieder nach auf 6 Karten dann. Moment, das verstehe ich nicht. Man kann eine Einser, 2 Zweier oder... Nee, wenn du eine. Das siehst du. Eine ziehst du gleich nochmal. Falsch, du ziehst nicht auf 6 nach, du ziehst immer nur eine nach. Eine nur? Ja. Okay. Und ziehe eine Karte... Nee, Moment. Auslegen, aussteigen. Nee, wenn du auslegst, ist es gut sichtbar vor dir ab. Wenn du neu, nee, du legst gar nicht aus. Du ziehst gar nicht nach. Das ist ja der Gag dabei. Wann kriegst du neue Karten? Wenn du aussteigst. Auslegen. Wenn du an der Reihe bist, legst du eine oder mehrere Karten einer Sorte gut sichtbar vor dir ab. Wenn du erneut an der Reihe bist, tust du das wieder, darfst aber keine Kartensorte dazulegen, die du bereits vor dir legst. Nenne nach jedem Auslegen die Gesamtsumme, werte deine komplette Kartenauslage. Ja. Also doch, und ziehe eine vom Stapel nach. Eine ziehst du nach. Okay. Gut. Du versuchst 0, 19, 21, 30 oder 33 zu erreichen. Genau, es liegen so viel aus wie Spieler. Und es muss mindestens ein Wurm dabei sein. Ha? Es muss mindestens ein Wurm dabei sein. Das heißt, mal als Beispiel, wenn sie die liegt, hat sie 10 und hat einen Wurm dabei, aber für 10 gibt es noch nichts. Wenn sie das nächste Mal dran ist, keine 5er mehr, also nicht mehr die, dann legt sie die dazu, dann hat sie 14. Es langt noch nicht für die 19. Ist nochmal dran, jetzt hat sie 18. Die Moment, wenn man es erreicht, darf man es nehmen. Genau, und jetzt ist es nochmal dran. Wenn du aussteigst, kannst du aussteigen und die nehmen. Du brauchst nicht, wenn du es genau erreicht. Ne, du kannst auch weitermachen. Ja, klar. Genau. Aber du kannst halt keine Zweier mehr auslegen, keine Vierer, also du riskierst immer mehr. Also Blackjack mehr heißt mit den Dingern und man darf man nachziehen? Ziehst immer eine nach. Eine immer und wahrscheinlich, wenn du auflöst, wie viel ziehst du dann nach? Und muss man legen oder nicht? Ja, du musst legen. Du musst legen oder aussteigen. Okay. Also das ist auslegen. Ne? Du legst aus, ich sag. Ja, okay. Ich sage 4, du sagst immer den Zahlenwert, den du gesamt hast, laut an. Ziehe eine Karte nach. Wenn die Plättchen dann genommen sind, dann kommen keine nach. Dann kommen doch, wahrscheinlich. Komm her, genau. So, es sehen so viele aus, wie Spieler mitspielen. Es gibt hier jetzt 3 Nullen und ansonsten geht es bei 16 los und gibt es 42. Kann man klauen? Naja, man kann klauen. Die Null bringt also die bringen einem so viele Punkte, wie man draufsteht? Oder? Die Würmer. Würmer okay. Am Ende. Wenn du einen nimmst, legst du ihn vor dir ab. Ja. Wenn du später wieder einen hast, legst du ihn oben drauf. Ist immer nur der oberste sichtbar. Das heißt, der erste wird das durch die Null nehmen und dann wird das nachgezogen, oder nicht? Jein. Also, wie gesagt, du legst aus, ziehst eine nach. Wenn du aussteigen musst oder willst, also wenn du musst, weil du nicht mehr legen kannst, dann wird geguckt, hast du eine gültige Auslage. Eine gültige Auslage hast du nur, wenn du mindestens einen Wurm dabei hast. Ja. Hast du keinen Wurm nach, ist ein Fehlschlag, dann kriegst du den niedrigsten. Es geht keiner raus. Du kriegst den niedrigsten. Du kriegst auf jeden Fall einen. Da gibt es aber auch eben 3 Nuller. Okay. Du kriegst auf jeden Fall einen. Na, dann legst du offen, dann legst du ihn offen auf den Ablagestapel. Und kriegst die niedrigste ausliegende Bratwurm. Ja, warte, das ist doch noch nicht fertig. Ja.
So, dann nimmst du, dann wartest du das Ende der Runde ab und es gibt nachher eben noch eine Menüausgabe. Da nimmst du aber nicht dran teil, wenn du aussteigen musstest und nicht gültig warst. Menüausgabe. So, steigst du freiwillig aus und ist gültig, dann nimmst du nachher an der Menüauslage teil. Das heißt, du nimmst erstmal keinen aus der Mitte. Und dann geht es so lange weiter, bis alle ausgestiegen sind. Mhm. Und wenn alle ausgestiegen sind, dann gibt es die Menüausgabe. Dann werden jetzt alle Portionen vom Grill erteilt. Alle, die mit gültiger Auslage ausgestiegen sind, erhalten bei der Menüausgabe eine der verbliebenen Portionen. Mhm. Der Spieler, dessen Auslage die höchste Gesamtsumme ausweist, bekommt die höchste. Achso, du musst Ach, man muss die gar nicht genau treffen. Nein. Ah. Du musst sie nicht treffen. Okay. So, kriegst du die höchste. Ne? Es geht einfach nur um die höchste Summe. Die nächste. Ja, okay. Und das Einzige, was es noch gibt, ist das Schlagen. Wenn du irgendwann diesen Kartenwert hast, den bei irgendwem die höchste Portion hast, also du hast hier 33 erreicht, dann steigst du aus und klaust mir die und legst sie bei dir oben. Nur dann ist relevant, was auf den Dingern draufsteht. Genau. Und dann kriegst du trotzdem, wenn du aussteigst mit einer gültigen Portion, kriegst du am Ende ja trotzdem noch den dann. Das verstehe ich nicht. Du schnappst dir den und am Ende kriegst du ihn trotzdem, weil ich ausgestiegen bin, an die Höchstpunkte. Nein, du kriegst den dann. Dann habe ich den nicht mehr. Und wenn du aber gültig eine Auslage hast, weil du mir weggenommen hast, weil du genau 33 erreicht hast. Ah, in der Auslage. Und ansonsten sind die Zahlen wahrscheinlich. Ansonsten sind sie irrelevant. Also, du hast die 33 zuerst bekommen. Ja, die liegt kriegen oben. Kriegen wir später die 33, dann schnappen wir uns den zurück. Das liegt hier oben und du kannst mir immer den obersten klauen. Ja. Wenn du genau die Zahl kriegst. Oben liegen heißt, dass bei dir immer eine oben liegt. Ja, immer eine oben. Ja. Immer die letzte oben. Die erste ist quasi klaubar am Ende. Okay. Das genau, das kennst du jetzt nicht, aber es ist genau wie beim Würfelspiel. Das kannst du immer klauen. Die folgende Runde, es gibt mehrere Runden, die folgende Runde gewinnt, wer in der abgelaufenen Spielrunde die letzte Bratwurmportion genommen hat. Yeah. Ist der Spielverlauf danach die Stapel aufgebraucht, mischt ihr den. Mhm. Spielende, sind alle aus dem Spiel. Mhm. Endet das Spiel. Zählt die Bratwürme aus den Karten. Also den Plätzchen. Unterschied ist einfach, man kriegt immer was. Okay. Kriegst immer was. Gut, dann fang an. Dann fange ich an. So. Dann sage ich jetzt 4 und ziehe eine Karte. Mhm. Dann sage ich, man zieht immer nur eine Karte, ne? Mhm. Dann sage ich 3 und ziehe eine Karte. Wir spielen mal die hier, oder? 1. Also und beim Aussteigen, wenn du aussteigst, ziehst du 2 nach, es sei denn, du bist der Letzte zieht keine nach. Versuchst natürlich möglichst viele 5er, 4er und 3er rauszulegen und von denen gar nicht so viel. 2. 19. Ja. Kriegst du den jetzt auch? Oder? Nein. Das war beim Würfelspiel. Es geht nachher, der Höchste kriegt den Höchsten. Wir bieten sozusagen. Beim Würfelspiel musst du passend würfeln. Okay, also der höchste. Hier geht es einfach nur um die höchste Summe. Wenn eine Trocken wird, dann kriegt man dann geklaut. Mhm. Wenn einer hier liegt, genau. Okay. 5. So, die Laura. Die 2er wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Dann haben wir hat sie Chance. Nämlich auch 5. Und ja, den kriegst du. Okay, das ist gut. Na dann. Jetzt haben wir mehr. Ich mach schon. Danke. Die sieht jetzt, glaube ich, ganz so rosig aus. Guck, die werden immer zusammen addiert, die du vor dir liegst. Da. Guck. Das taktische Element ist eben, wann steigst du aus? Wenn du es hier rüber, dann siehst du sie auch. Wenn du der Letzte bist, der aussteigt und alle Karten gelegt hast und noch einer auf der Hand hast, schlimmstenfalls, du kriegst dann keinen nach. Du hast dann bei der nächsten Runde erstmal nur eine Karte auf der Hand. Überfordern John gerade nicht, aber ja. Okay. Er muss gerade noch einmal sehen, wie es funktioniert. Er hat noch nie Hackmeck gespielt. Das ist jetzt gerade ein Nachteil. 8, genau. Nee, nur die 10. Nein, die 10 geht nicht. Ja. Den Wurm kannst du nicht mischen, das ist eine separate Karte. Und Wurm mischen. Gleiche Zahl oder und wie beim Würfelspiel, Wurm zählt 5, aber ist anders. Das sind 22. So. Das sind auch 22. Ach, hör doch auf. 5, das sind 9. Du kannst jetzt mal. Hast du nachgezogen? Ja, ich würde ja mit 4 mal legen und dann hoffen wir auch mit 5. Ja, oder umgekehrt, aber ja, mach ruhig.
oder wenn man die, ach, wenn man hinlegt, dann werden die weggeworfen, die man hat? Oder nee, nichts. Nee, nee. Das ist die genauso behältst wahrscheinlich. Wir sind ja alle gleich. Die behältst du. Passt schon. Ich sehe noch nicht. Ich sehe nachher, dass aber wir nur eine Karte haben. Entweder den das kann sein, oder die. Nur eine Karte oder die. Genau. Wie du willst. Deswegen ist irgendwann die Frage, wann du aussteigst. Okay. Jetzt lohnt es sich noch nicht. Jetzt musst du natürlich, dann, wo musst du jetzt leben. Zusammen, wie viel ist das? Das ist jetzt 5 plus 4 sind? 5. Genau. Und dann ist der John. Ja, der hat übrigens auch nur 4 Karten, der John. Aber das ist wahrscheinlich auch richtig, weil ich zweimal zu 2 geworfen habe. Genau. Ich habe auch noch 4. Was willst du so tun? Ich finde, du hast nachher halt wenig Karten. 24 hast du. Jetzt gedacht, ja, 24, das stimmt. Aber gut, sind die meisten. Ach, für die zweite Runde wird ja nichts nachgezogen. Wir spielen einfach weiter. Ne? Bei 33 ist schon einer der höchsten. Oder ist 42. Die, ach, hier ist die Verteilung anders. Ja. Geht bei 16 los und gibt es 42 und 3 Nuller. Ach so. Na gut, das war vielleicht nicht so klar. Na gut. Was habe ich denn jetzt? 15, 19, 22. Wie ist denn die Frage? 25. Ich habe immer noch keinen. 10, 17, 18, 19, 20. Und ich habe immer noch keinen Wurm. Ja, du kannst nur noch 2 oder wenn mal legen. Jetzt würde ich an die Vollen gehen. Jetzt würde ich mal hier was Großes legen, lieber die. Damit du ja auch nochmal weit vorne dann bist. Genau. In der 19 bist du schon ziemlich gut, weil dann bist du nämlich genau auf der Zahl. Ich würde hier die über die mal legen. Okay. Nimm die. Muss er jetzt mindestens mal noch einen Wurm spielen. Ja, jetzt musst du noch einen Wurm spielen, weil dann, sonst kriegst du den Nuller, wenn du als erstes aussteigst. Das war perfekt. Das konnte man zwar nicht wissen, aber das war perfekt. Aber wenn du nicht als letztes aussteigst, kriegst du ja 2 Karten. Dann ist der John. 18. Jetzt brauche ich noch einen. Wenigstens dann zweimal diese Punktzahl erreichen am Ende. So hoch wie es geht. Wenn wir 2 von 19 haben. Können wir sagen, dass zweimal so. Ja, ist richtig. Hat von Ihnen Vorrang, wenn dem Wurm mit den höchsten Schildpunkten ausliegen hat. Die haben hier Punkte. Ja, ist richtig. Die Würmer haben Punkte drauf. Die Würmer haben, aha. Und wer den höchsten hat. Nicht die Summe, sondern den höchsten. Ja, also mein höchster ist 17 jetzt. Dein höchster, oder, ach so, okay. Hm? Meiner hat keinen einzigen Punkt. Sehr gut. Also noch kein, du hast noch keinen Wurm. Wurm sind die grauen. Ohne Wurm kriegst du gar nichts. Ohne Wurm kriegst du den niedrigsten höchstens. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, habe ich zumindest die Chancen auf. Hast du nachher am Ende was? Mindestens genau, die 0. Okay. Noch bist du ja nicht raus. Jetzt ist Bernhard dran. Ich habe überlegt, ob es beide spielt oder nur einer. Okay, dann hast du. Bin raus. Achso, nee, Quatsch, muss ich ja nicht so runter machen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Das heißt, du hast schon 30, du hast schon 33. Da komme ich eh nicht mehr hin. Ich steige aus. Ich habe endlich einen Wurm. 25. So, und ich habe jetzt hier halt 26 liegen. Ich bin jetzt ausgestiegen. Hätte jetzt einer von euch die 26 hier liegen, dann würde ich die nehmen. Du nimmst jetzt die da, alle 3. Ja, und die auch noch. Jetzt zählst du alle zusammen. Und dann kann der John schon mal machen. 10, 20. Ich bin jetzt hier ausgestiegen und krieg 2 Karten. 30. Ich steig aus. Sehr gut. Jetzt kriegst du auch 2 Karten. 34. Glaube ich. Dann ist da Andi dran? Ich habe einen mehr als du, glaube ich, jetzt. 15, 16, 17, 20, 27. Ja. Mhm. Ist die Laura dran? Die Laura. Hat sie schon die Mehrheit? Sie hat die Mehrheit, ja. Sie könnte jetzt werten, aber sie könnte auch noch eine dazu schmeißen, ne? Die 3 könnte sie ja, die 3 kann sie auch noch dazwischen. Also hat sie ja. So. Du? Ich bin raus. Du bist raus, dann kriegst du 2 Karten, weil du nicht der Letzte bist, der aussteigt. Ich bin schon raus. Ich auch. Achso, dann nehme ich jetzt auch 2 Karten. Karten, oder? Mhm. Bin auch raus? Ja. Und die Laura ist dann die Letzte, die ausdings. Also sie kann gar nichts mehr legen. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Ja. Sie aber kann nichts mehr legen und sie kriegt keine Karte. Okay. Aber sie kriegt die höchste wahrscheinlich. Genau. Dann wird jetzt gewertet. Dann wird es geguckt. Ich habe 26, du hattest 27, du hast 34. Laura hat mehr. 30 und 37. 37. Dann kriegt sie den Wurm. Was hast du für einen Wert? 19. Dann kriegt Andi kriegt den, weil er 27 hat. Ich hatte 26 und John kriegt den Nuller. Die kommen jetzt alle weg. Die kommen jetzt alle auf den Ablagestapel. Und die Zahl bleibt vor uns liegen, die kann man ab jetzt klauen. Wie ist jetzt
Ach so, ja. Also jetzt kannst du nicht klauen, die 19. Nein, nein. Nein, nein. Die liegt jetzt vor der Laura, die kann man ihr klauen, weil sie die oberste ist. Wenn du jetzt legst du weiter Karten aus. Weil sie die oberste ist. Also die oberste von ihrem, die sie hat. Ja. Sie sammelt doch mit der Zeit. Der die letzte genommen hat. Immer nur den obersten klauen. Ja. Was, der letzte? Der die letzten Bratwurmportion genommen hat, das war John ja jetzt in dem Fall. Wie viel deckst du auf? Fünf. So viel wie im Spiel. Du versuchst mehr als die anderen zu kriegen und wenn du nicht mehr schaffst, dann versuchst du vorher zu stoppen, damit du zwei Karten genau. kriegst. Und du kannst den halt nur klauen, wenn du aussteigst. Das heißt, du musst einen Wurm haben und einen Wurm haben. Du musst einen Wurm haben, aussteigen und wenn du genau den Wert hast, klaust du den. Hast den höchsten Wurm haben. Nicht nur einen Wurm haben. Nee, irgendeinen Wurm. Irgendein Wurm. Und dann mehr das gleiche haben, den höchsten. Wenn du zuerst 19 hast und aussteigst, höchste, kriegst du ihn ja. Höchste Gesamtsumme ist nachher nur wichtig hier. Der erste, der aussteigt und 19 hat, der kriegt den. Der kriegt den. Der nächste, der dann. Kann ihn wieder wegklauen. Kann den wieder wegklauen. Okay. Also dann ist eins. Wofür ist dann die Wurmnummer da? Eins. Der Wurm, der muss immer dabei sein. Ohne Wurm kriegst du gar nichts. Wieso ist die Nummer auf dem Wurm da? Er meint, warum die Nummer hier da ist. Wenn wir alle aufgehört haben, gibt es eine Reihenfolge. Und dann haben zwei 32 und wer den höheren Wurm hat, kriegt dann die höhere. Tiebreaker. Und das sind 3, 3 nach 10. Das ist Tiebreaker. 4. Nicht 3, 10. Jetzt ist Laura dran. Hat sie natürlich nicht viel gekartet. Ja, das ist dann der Nachteil. Kann man direkt aussteigen einfach? Kannst du, dann kriegst du halt den. Das ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Kannst du überlegen, Laura, aber guck mal, ich habe schon 6 Punkte. Das geht halt von und die anderen werden ein Wurm bis. Also du kriegst auch was, wenn du gar nichts auslegst. Ein Wurm bis 6 Würmer geht das, glaube ich. Auch wenn du nichts auslegst. Du kriegst den niedrigsten. Ja, aber mit einem Fehlwurf hat er doch gesagt. Ja, das ist schon komisch, aber ja. Kannst du überlegen, du kannst aussteigen. Wenn du keine Karten auslegen kannst oder willst, dann ziehst du 2 Karten und. Ich würde vielleicht eher die hier nehmen, weil guck mal, die Bernhard hat auch schon eins. Und du willst ja auch, wenn du einen rauslegst, was dafür bekommen. Wüsste nicht, warum das nicht geht. Das weiß nicht, ob das das richtige Denken ist, aber okay. Gut. Da. Ja, nice. Steigst du aus, wenn du nicht willst oder kannst. Wenn du eine Auflage, die ungültig ist, und das wäre sie auch, wenn du nichts liegen hast. Ja, das wissen wir. Glaube ich nicht der Standardspielzug zu sagen, ich spiele gar nichts. Ja, gut, du kriegst halt Karten nach. Ja. Ja. Wobei bei so einer Auslage wie hier, da kriegst du ja was. Ja. 14. Das läuft aber auch gerade nicht gut. Ja, keine Ahnung. 7. Kannst du beides ausschlagen oder kannst du aussetzen? Ich glaube, gewinnen kannst du es nicht mehr dauern. Ich würde, glaube ich, eher aussetzen. Nein. Ja, das bringt, wenn du jetzt wegkommst, dann hast du nächste Runde auch nur noch 2 Karten. Noch eine oder 3, keine Ahnung. Also jedenfalls hast du dann weniger nächste Runde. Und du kannst mit denen keinen Unterschied machen. Ob du legst oder nicht, ist blöd, aber nächste Runde hast du dann mehr. Weil du kriegst, wenn du jetzt aussteigst, kriegst du den und den Chip. Und die behältst du auch noch. Dann kannst du nächste Runde kannst du mehr schaffen. Okay. Also kriegt sie 2 Karten, sie steigt aus, kriegt sie dann sofort den 20er? Sie kriegt sofort den 20er. Und du hast noch den 33er geschützt. Naja. Ja. Das heißt, die 4 ist dann aber, die verfällt, weil sie hat ja keinen Wurm. Genau. Gut. 16. Ich bin auch raus. Du kriegst, jeder kriegt halt jede Runde grundsätzlich immer einen Stein. Ja. Das heißt, auch wenn du drin bleibst und vielleicht gar keinen Wurm kriegst, kriegst du halt doch einen höherwertigen Stein, wenn einer vor dir ausgeht. Warum kriegst du jetzt noch den Stein durch? Weil sie rausgegangen ist. Ich bin genau wie Laura, ich habe aufgehört. Also besser für uns, weil wir die höheren Steine kriegen. Sie hatte gesagt, es lohnt sich nicht. Genauso wie sie. Moment, dabei bin ich gerade verwirrt. Ich dachte, die Steine kriegt man, je nachdem, wie viele Punkte man hat. Wie viele Punkte man hat, weiß man auch erst am Ende, wenn alles fertig ist. Ja, aber wenn du aufhörst, kriegst du automatisch den letzten, immer. Ach so. Den schlechtesten. Okay. Einen kriegst du immer. Ah, jetzt, okay. Mhm. Dann du. Das heißt, es lohnt sich nur zu zocken, wenn du denkst, du hast eine Chance auf einen höheren, sonst kannst du, wenn ich jetzt aufhöre, kriege ich ja schon die 25, die ist schon besser als. Ja. 16. Ich habe auf, auf mit dem Krempel. Ich schaffe das auch nicht mehr. 3 Karten. Ich schaffe das auch nicht mehr. Das heißt, ich akzeptiere die 25, okay. Nein! Ja, und ich höre auch. Du hörst auch auf, dann kriegst du 27, dann kriegst du auch automatisch 38, was willst meine du? Meine Null ist geschützt. Und deine Null ist geschützt. Ja, dann steige ich aus, weil ich dir die 21 hätte klauen können. Das ist ein Pech.
Okay. War ich der Einzige, der gültig gewertet habe? Ja. Dann hast du auch den höchsten bekommen. Ja. Ist auch gerecht. Ja. Du musst aber den anderen zeigen, weil den können die dir klauen. Wenn einer 20 hat, klaut er den. Der Vorteil, je höher die Herz oben, desto schwieriger ist natürlich, die wegzunehmen. Das ist natürlich der Vorteil. Oh, wenn die so, wer ist dran? Ich habe die letzte genommen. Also ich dann, ne? Oder? Nee, wenn ich die letzte genommen habe, bin ich dran. Achso, ja gut, dann. Dann mach ich 5. Dann mach doch 5. Dann mach ich 2. Jetzt zum Beispiel auszusteigen ist nicht so toll, weil du kriegst halt wieder nur die 0. Ja, gibt halt 3 Stück davon. Ja, dann spiel aber vielleicht nur eine Karte, weil du ziehst nur eine nach. Dann spiel vielleicht die da. Wenn man keinen Wurm hat, muss man versuchen, sich so lang wie möglich zu retten. Genau, weil da verlierst du gleich wieder ganz viele Karten. Aber ich spiel einen Wurm. Ja, aber vielleicht kriegst du gleich noch einen. Ja, dann kannst du beide spielen. Spiel mal die 4. Und dann sagst du die Summe. Sommer sind am meisten drin. Sommer sind 25 drin. Alles richtig. Alles gut. Also einfach in den. Und du sagst 4. Und den nimmst du auf. Ja, weil es dann 4 drauf. Und du versuchst von denen hier ganz viele zu bekommen. Weil die 5 sind die höchsten? Ja, genau. Du darfst ja immer alle der gleichen Zahl ausspielen. 2. Ich spiele auch nur 2. Ich hatte schon mal 4 von den 5. 6. 6. Du bist dann die da. Und wie viel ist die Summe dann vor dir? Was hast du dann vor dir liegen? 4 plus 2. Links mal zu der 4. Zu der 4? 4, 4, 4, 4. Wie viel liegt da jetzt? Nein, da vor dir. Liegt 6. Genau. Und die nimmst du wieder auf. Und dann nächste Runde spielst du die und dann sagst du 4 plus 2 plus 3 und sagst wieder die Summe. 8. 5. Das ist ja alles bei allen niedrig hier. 10. 9. 8. Regnet. Oh, Scheiße. Ja, es regnet. Wie ist das los? Oh, die Herren haben mein Fahrrad im Kindergarten. Ich muss jetzt gleich holen. So. Ja, spielt sie aus. Und wie viel hast du jetzt da liegen? Hä? Ruhig. Na, Quatsch. 11! Hör mal lieber nicht auf den Papa. Ja, das ist richtig. Und das ist deine Karte. So Leute, die sich die so Mathematik studiert haben oder so, die haben immer. Also rechnen können die nicht. Rechnen können die nicht. Ich brauche auch keine Zahlen ab 2. Savannah-Park hat sein Gehirn geschreddert. Der Körper, der ist perfekt. Ja, du bist dran, Josh. Die Standardantwort von Mathematikern ist immer, rechnen kann ich nicht. Papa, guck mal. Jetzt habe ich 0 und jetzt bekomme ich ja die Karte. So, echt nicht. Eigentlich nicht. So. Ja, und jetzt ist perfekt. Dann kannst du nämlich die oder die ausspielen. Aber 18? Die sind schon ziemlich gut. 20. Das sieht nicht gut aus. 15. 16, 8 plus 15 sind 23. Und jetzt bist du. Ich? Ja. Wenn er nicht aufpasst, dann ja, wenn er schläft, dann schläft er. Sind 15, 16, 15. Das sind 10. Sind auch 23. Das sind 10. Ja, aber dann. Ach ja, du musst ja. Ich kann doch ja erst nächste Runde ja, Schluss machen. Okay, ja, das brauche ich noch gar nicht gucken. Ja. Oder macht man dann sofort zu? Nein. Du hast ja recht. Außerdem kriege ich dann nur den Stein, richtig? Nee, ich kriege den Stein und einen Stein. Stein und einen Stein. Also, was wollt ihr denn? Das ist doch richtig, alles richtig. Okay. Ist nicht wie beim Würfelspiel. Hast du gemacht? Genau, das eigentlich war der Unterschied. Dann musst du beide ausspielen. Dann musst du. Nee, muss sie nicht. Ja, muss sie nicht? Nee, sie kann eine oder mehrere. Ach so, aber es macht ja trotzdem Sinn. Ja, aber einen will ich es machen. Wie viel ist denn die Summe? Er meint alle zusammen gezählt. 7. 8, 9, 10. Die kannst du spielen, musst du nicht, wie du willst. Dann kriegst du eine neue. 5. John hat? Nee, der John, der. Ja, Papa. Der Papa, John. Hat 11 vor sich. Vielleicht DAX 23. Oh, na, dann ist wieder doof. 29. Hättest du
theoretisch auch für 0 aufsteigen können, um deine Punkte zu schützen, nicht wahr? Hätte ich tun können, ja. Ich hoffe einfach, dass du die jetzt nimmst, damit ich dem Andi seine 25 nehme. 14, 15, 18. Papa? Also jetzt nochmal, wenn ich die 23 klaue, kann der John mir aber wieder die 23 klauen, wenn ich jetzt zack zumache. Aber ich krieg dafür 2 Karten. Das mache ich trotzdem. Und weil die Bernhard den dummen Spruch gemacht hat, erst recht, damit sie die 25 nicht klaut. Tschaka. Du hast es nicht verstanden. Der John kann sie jetzt holen, dann kann ja, ich 25. Ja, ich habe das schon verstanden. Ja. Ich frage jetzt, ob der John die da holt oder nicht. Das muss er ja. Also, aber angenommen, ich hole die, dann kann dann Werner die 25 auch holen, oder? Richtig. Ja. Achso, wer ist denn hier? Du bist übrigens zwischen mir. Okay. Dann da ist der Schutz ja kurzweilig. Nee, die darfst du nicht mehr spielen, da liegt schon eine. Du kannst entweder die 2 oder die spielen. Und dann alle wieder addieren? 16. Gut. Nee. 15. Du hast doch nur vorhin 10 gehabt. Ja, ja, richtig. So. Also ich kann jetzt mit den Karten... Du könntest jetzt aussteigen. Genau, das verstehe ich. Aber angenommen, ich nehme jetzt hier die 4, dann bin ich bei 27. Wenn du dann später noch auf 30 kämst, was nicht geht, weil du 3 ja schon ausliegen hast, hättest du die 30 klauen können. Ich könnte auf 8 gehen können. Auf 28, aber wie viel habt ihr hier draußen liegen? 15? Naja, 25. Das Ding ist halt, du musst jetzt eine 1 ziehen, sonst musst du nächste Runde sowieso passen. Ah ne, die 4 kannst du noch spielen, ja. Aber wenn du die 4 spielen würdest, dann musst du eine 1 ziehen, sonst musst du nächste Runde sowieso passen. Wenn ich die 4 spiele, bin ich bei 27, damit wäre ich aktuell der Höchste, oder nicht? Yep. Ja. Das heißt, ich würde dann hier die 41 bekommen. Ja, aktuell schon. Das ist für mich jetzt die Entscheidung, das spielen und rettest dem anderen. Hoffen, dann, dass jemand anders nicht mehr rausspielt. Ja. Oder die 23 plus... Genau. Noch ein Check. Also der Andi kann noch ein Fünfer spielen und noch Dreier spielen. Ich kann nichts mehr spielen. Der Andi ist ausgestiegen. Ist ausgestiegen. Deswegen habe ich ja die 23 drüben bekommen. Geht noch eine 2, glaube ich. Ja, 2 geht noch. Du bist draußen, glaube ich. Oder nein, nicht? Noch nicht. Ich lege noch 1er und 4er. Also du kannst noch ziemlich an mir vorbeiziehen. 25. Nee, dann das geht's nicht. Dann hole ich die. Dann bin ich auch draußen. Gut, dann kriegst du die 23. Ich stecke auch aus, ich nehme die 25. Und 2 Karten, oder? Glaube ich. Wenn man aussteigt. Ja, ich muss aussteigen. Dann kriegst du aber keine Karten. Weil du bist der Letzte, der noch... Ist die Laura schon ausgestiegen? Nö. Achso, ja, dann kriegst du 2. Ich krieg noch Karten. Aber ich muss erstmal. Also das ist meins. Dann hat die Laura noch die Chance. Wie viel wär's denn mit noch 10? Wie viel hast du denn jetzt vor dir gehabt? 15. 25. Sie könnte auf 3, auf 35 kommen. Hätte sie dann bis 25. Sie kann auf 25 kommen, sie hat 25. Und das sollte sie tun? Ja, 25 hat sie dann das Höchste. Ich habe auch 25. Ich habe 18. Aber sie hat. Achso. Sie muss mehr als 18 erreichen. Sie hat einen 19 und 21, also höher wäre. Also sie würde dann die 36 bekommen, wenn sie die ausspielt. Genau. Ja, vor allem will sie die 0 nicht haben. Ja. Das heißt, ich habe jetzt im Moment. Guck mal, du spielst ich habe 18, sie muss über 18. Wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Und dann wird gewertet. Ja, Laura kriegt doch. Ach nee, kriegt keine Karte. Hätte sie nämlich nur eine gespielt? Doch, sie hat ja welche ausgespielt. Hätte sie was gehabt? Dann hätte und wenn sie das nächste Mal dran wäre, würde sie passen. Dann hätte 20 gehabt, wäre trotzdem höher gewesen. Okay, ja, so, alles klar. Und jetzt wird gewertet. Genau, ich kriege noch eine Karte, Laura kriegt keine Karte. Also ich habe 25, kriege die höchste. Eigentlich musst du warten, aber ja, ist okay. Ja, ich habe, was hatte ich jetzt gesagt, 18. 23. John? 23. Dann geht es danach, wer die höhere Karte hat. Anja 23. Kriegst du die? Die? Du hast 20, ne? Die? Und ich kriege den Nuller. Und die musst du eigentlich immer so, die 32 ist ganz unten, dann die 20, dann die 28. Und der Vorteil der Nuller ist, sie sind geschützt. So, kann die alle weg. Nein. So. Das waren die Karten, die ich hatte. Wenn es da reingemischt, bis wir den Stapel weg haben, oder? Ja, nee, erst am Schluss. Einmal den Stapel durch. Ach, mal jetzt nochmal die ganzen kleinen. Oh, die größte ist die... Und wer beendet? Die Laura, das heißt... Ja. Sie darf anfangen. Du darfst anfangen. Nein, ich habe auch. Ich habe den Nuller gekriegt. Ach ja, richtig. Der letzte Bratwurst, die nächste Bratwurst. Ah, okay. Dann fangen wir an. 10. Leg mal die Einser noch, damit ich da auch noch was... Warte, Andi ist erst noch dran. 2. Jetzt. Genau, jetzt. Beide würde ich drauflegen. Beide? Ja. Und eine Karte.
Das ist gar nicht so schlecht. Da können wir vielleicht auch was machen. Aber vielleicht hast du doch auch dann in der nächsten Runde besser spielen kannst. Muss immer überlegen. Okay. Was hat diese Runde das wieder auch schon? Ich kann etwas umliegen. 36. Das ist ja eher unrealistisch. 16, 17. Das ist doch immer nicht so schlecht. Dann. Kriegst du 16. Ja. Hm, verstehe ich. Elf. Ich steige auch aus, krieg die 17. Das lohnt sich da alles nicht. Ja, genau. Die Tür. Man hat obendrauf nochmal. Ah, glaub, du bist ruhig drin. So, nochmal seine Dinger geschützt. Also, ich kann zwei Karten. Aussteigen und die 18 bekommen oder eine Karte legen und dann. Warte mal, einen Moment. Was ist denn, wenn beide das Gleiche haben? Wie, wenn beide das Gleiche haben? Also keine Mom. Ja. Wenn zuerst aufsteigt, kriegt ihr dann die niedrigste Portion. Genau. Okay. Ja, und wenn beide bis zum Ende drin bleiben? Die kriegen die einfach die. Ja, dann. Das ist eine gute Frage. Nee, es wird ja irgendwer vorher aussteigen, wenn er keine legen muss kann. Muss ja. Du bist ja als erstes dran, dann steckst du als erstes. Du kannst jetzt eine Karte. Du hast ja keinen Wurm. Wenn du keinen Wurm hast, ist egal. Du kannst nur das Gleiche haben, wenn du einen Wurm hast. Ob der Papa mitzieht oder der Papa, ob ich vielleicht rausgehe, dann kannst du mit einer Karte bekommen. Ich würde, wenn ich du wäre, eine Karte hinlegen und dann mal gucken, was der Papa macht. Mhm. Genau. Können wir mal die Seitenkamera zeigen? Aus. Ein bisschen das 18 zu kriegen. Ich bin schon raus, Matthias. Du bist schon raus, ja. Ich muss aber noch einen Wurm legen, ne? 16. Laura. So, Laura, du kannst jetzt überlegen. Hast du eine nachgezogen gehabt? Du hast keine nachgezogen gehabt. Stimmt. Ja, die kriegst du noch. Das wird die gleiche, die ich auch habe. Also, eine Schnappen. 7. So. 12. Das wird nicht klappen. Ah doch, du könntest, wenn du alle rauslegst, könntest du von der Berner die schnappen, die hier oben liegt. Magst du das machen? Oder du kannst auch aussetzen und kannst die 22 also nehmen. Sie kann sie nicht sofort schnappen, ne? Die muss ja dann erst warten, genau. Richtig, aber du könntest es versuchen, die zu schnappen, weil du genau auf die 16 kommst, die Berner hat. Da könntest du dir ein Plättchen schnappen zum Gewinnen. Also ich würde das so machen, weil dann kann man ja mehr Punkte machen und gewinnen. Wollen wir es machen? Ja. Ja. Wer ist denn dran? Hast du schon eine gespielt? Gut, nee. Dann. Was ist 4? Dann sind wir jetzt bei 7, 11 oder irgendwas? 9, 10, 11, ja. Diesmal ist die 11 richtig, John. Du bist schon raus? Ja, du bist dran. Ist ja noch jetzt mal. Wenn der Uni kaputt geht, zweimal hat es die richtige Zeit. Genau. Und jetzt, wenn du jetzt die 5 rauslegst, dann hast du es geschafft. Weil ja, aber der muss dann noch eine Runde warten. Aber ja. Er kriegt wieder eine Karte. Nach. Der Matthias schon mehr hat als du. Ups. 16. Checker. Dann steige ich aus. Nee, doch, stimmt, alles gut. Hast du eine Karte ausgespielt? Nee. Ich steige aus. Ja, hast du eine Karte ausgespielt? Ja, letzte Runde. Ja, alles gut. Gut. Dann steigst du jetzt aus. Und Klaus der Berner die Karte. Ja. Die kommt oben drauf. Dann kriegst du noch 2. Nee, ich bin ja ausgestiegen, ich krieg die 2. Sie ist die letzte gewesen. Der letzte kriegt keine 2. Ah, okay, gut. Das ist der einzige, die noch drin ist. Dann ist er nicht ausgestiegen, oder? Doch. Weil sie ja die 16 klauen kann. Dann kriegst du ja. Hast du ja noch mehr legen können, wenn sie genau. Ich habe 18, ich krieg den. Und sie kriegt noch die 22. Ja. Und dann kommen wieder alle Karten weg, die ausliegen. Und fast die letzte Runde, ne? Vorletzte wahrscheinlich. Geht's überhaupt auf? Ja. Sind das alle Steine oder hast du abgezählt vorhin die Bankgewinnsteine? Nee, wenn du so 5 spielst, sind alle Steine. Okay. Wenn du 4 spielst, sind sie welche raus. Müsste eigentlich immer aufgehen. Ja, der Andi hat mir schon wieder geklaut. Achso, deswegen alles klar. Gut. Ich habe es geklaut? Ja, du hast mit John den Chip geklaut. So, jetzt fängt sie Laura an, weil jetzt hat sie das letzte. Genau. Jetzt hat sie die letzte Bratwurmportion genommen, jetzt fängt die Laura an. Die Laura fängt an. Gut. Dann, Laura, liegt doch mal. Tja, das ist jetzt blöd. Wahrscheinlich wirst du nämlich die mal bekommen. Ja, dann kannst du auch gleich aufhören. Ja, oder du legst die 2 raus und hoffst drauf, dass du eine bessere Karte bekommst. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber okay. Ist halt immer doof, wenn man immer nur eine Karte kriegt. Ja. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, das hat sich gelohnt. Ja, das tut den, der in der letzten Runde viel bekommen hat, einschränken. Das ist, ja. Ja. Guck doch mal, Papa, das ist. Das gibt es im Würfelspiel zum Beispiel nicht, das ist immer die gleiche Chance. Ja. Du musst halt genau die Ergebnisse erreichen, sonst kriegst du nichts. Also auch aus der Auslage nichts. Hier hast du einen, der Führende wird ein bisschen eingeschränkt, weil er ja weniger Karten hat wahrscheinlich. Oder der letzte Runde Führende, nicht der insgesamt Führende. Ach ja, 12. 12. Was macht denn alle? 9. So, Lauri. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du die 3 noch versuchst rauszubekommen, um besser zu kriegen. Oder ob du jetzt schon aufsteigst, weil gewinnen wirst du die Runde nicht mit den Karten. Sehr unwahrscheinlich. Genau, und du könntest auch noch 2 legen, aber alle anderen haben mehr Karten. Das heißt, wahrscheinlich wirst du so oder so als Erster aufsteigen. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du versuchen willst, eine bessere zu bekommen als die 2. Mhm. Das ist von der Wahrscheinlichkeit her möglich. Eine 1. Leider nicht. Aber du kannst ja ganz auch nochmal spielen, ne? Wenn du eine bessere bekommst. Ja. Kann versuchen, sich durchzuhangeln. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass man keine hohen Werte kriegt. Weil wenn sie den Wurm kriegt, den sie braucht, hat sie auch nur einen. Und ich vermute mal, die andere Karte kann sie nicht spielen. Doch, aber lohnt sich nicht. Okay. Dann lieber noch eine kriegen, dass sie doppelt so viel hat, dann hat sie nicht. Für die letzte Runde. Ja. Papa spielt mal auf 17. Mhm. 16. 13. 13. 10. Aus. Na halt, sie ist vor dir, sie wird wahrscheinlich das da versuchen. Ne? Ja. Wie viel sind das zusammen addiert, die 3? Das sind 6. Ja. Ah, okay. Spiegel 2 noch. Na hallo. Die beiden Spitzen? Ja, hallo. Gut, Schatz, dann bin ich raus und wird mir dann die 17, glaube ich, schnappen, wenn ich es verstehe. 17? Ja. Wenn es 17 sind, ja. Und die 0. Was von welcher Wandfarbe? Das klaust du. Ne, die 0 kriegst du. Kriegst du die gleich? Nein, die kriegst du nicht. Die kriegst du am Schluss. Halt. Da du einen Wurm hast, kriegst du sie nicht. Und du kriegst nur sofort, wenn du keinen Wurm legst. Genau. Das, am Schluss jetzt wird gewartet, okay, ob jemand vorher noch aussteigt, also der keinen Wurm hat. Kann klauen, aber 2 Karten bekomme ich. So, Werner stellt die beiden. Nächste Runde steige ich aus. Nächste Runde steige ich aus. Gut. Sie hat 26. Okay. Ja. Ich habe 18. Ich hatte 10. Dann machen wir doch mal 14. Und du steigst jetzt vermutlich aus, weil die sind beide nicht gut zu spielen. Das heißt, du kriegst jetzt 2 Karten und die 0. Und die 0. Packst sie wie oben auf deinen Stapel. Und damit sind die hier weg. John. Ich bin ja schon draußen. Achso, Werner steigt auch aus. Ja, wollte sie auch. Das heißt, sie bleibt einfach liegen. Mit 26. Aber sie kriegt 2 Karten. Ich dachte, die kriegst du jetzt deine Dinge. Ja, sie kriegt mal 26. Hatte sie 2 Karten bekommen? Ja, ne? Nee, sie würde jetzt, sie steckt jetzt aus, genau. Dann kriegt sie jetzt die beiden Karten. Das ist natürlich doof. Wie viel hast du da? 14. Da kannst du natürlich noch auf 18 kommen, ne? Theoretisch. Ja, das ist natürlich doof. Aber ich kann jetzt auch nichts gegen machen. Was soll ich machen? Oder 12, kann 13, auch wieder auf 17 kommen. 18, 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Was hast du? 20. Mhm. Machen wir mal 19. Ja, kannst du also nicht mehr klauen. Das ist gut. Dann seid ihr 3 alle raus. Dann 12, 13, 15, 20, ne? 30. 29. Ich steige aus. Dann kriegst du 2 Karten. Kriegst 2 Karten. Kannst du? 30. Wenn du die 4 spielen kannst, kommst du drüber. Lass uns mal noch eine Runde spielen, weil dann ist es auch gleich vorbei. Karte? Das ist ein bisschen blöd, wenn du einfach aussteigst. Du steigst aus, ne? Ja. Dann kriegst du keine Karte. Ist doch eine Runde, machen wir noch. Ja. Dann ein kleines. So, bist du drin? Ja. Dann komme ich. Du hattest 17. 17 und sie hatte 26. Dann kriegt sie den hier. On last round. Die kommen alle weg. Und die auch. Zack. Jetzt
haben wir hier noch? 39, 37, 31, ich gedacht, 42. Dass die, das ist, oh, ist doch noch eine 40 drin. Das ist nur 8 wert, ne? Ja, den muss man mal essen. Wer hat den letzten bekommen? John. Gut, dann fängt er an. Oh, das ist aber gut hier überlegen. Das ist ja noch ein Heckmeck. Papa? Ja. Also, als erstes habe ich die besteste bekommen, danach habe ich die schlechteste bekommen. So ist das manchmal. Also, beste. Das hatte ich noch ein kleines Problem. 30, 20. Egal, 2. Die Laura wird es wahrscheinlich einfach mal versuchen für die letzte Runde. Genau, ja, spiel die mal. Für die letzte Runde wirst du versuchen, alle Karten einmal zu spielen. Ja. Die größte. Oh, das ist super. Fünf. Ja, ist jetzt bescheiden, egal was ich mache. 16, das wären 17. Was? 17? Dann sind das 13. 13, ja, meine ich ja. So, Laura. Ja, wahrscheinlich dann die, ne? Wie viel sind das? 9 plus 2. Ne? 11. Und du kannst ausspielen die da. Dann hast du 12. Oh, schön. Und dann ist der Job. 25. 14. Handkarten bringen am Schluss nichts, schätze ich. 20, ne. Dann 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und du machst jetzt hier, wie viel hast du gehabt? 12, 22. Und hoffst. Und hoffst auf den Wurm. Habe ich deine 26 nicht gekriegt? Letzte Runde eigentlich. Ach doch, da unten drunter. Doch, doch, das war ja dein Ziel. Ja, ja, genau. Wo stehen wir jetzt nochmal für deinen Pumpen her? Ich habe 18. 14. Barry hat 10. Aber hat noch keinen 19, Wurm. 22, okay. Die bringen ja aber nichts so lange mit dem Wurm. 24 hätte ich einen Abenteuerfall. Hast du zweimal eine 1 gespielt? Ich, das hätte gleich gekommen. Nee, ich glaube, der ist nicht von mir, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist von der Laura. Ich denke auch. Der ist rübergerutscht. Ich habe hier 2 Einser gespielt, ganz abgelehnt, ja. Genau, weil du kannst nämlich noch 3 und 4. Und, ja, 3 und 5. So. Ich habe eine große Vermutung, dass ich gerne eins spielen möchte. Ich spiele die 2, ja. Ja. Und kommt noch die. Ja, kommt nicht mehr. Da bist du. Ich muss aussteigen. So. Oh. Die Bernhard hat noch eine Übernahme. Dein Ding, wenn du aussteigen musst, soll ich. Also, nein, ich bin im Wohnen. Achso. 18, 19, 20, 23. Und sie muss jetzt leider auch aussteigen. Und hat keinen Wurm. Damit kriegt sie die 29. Die kriegst du umdrauf. Bom, lohnt sich. Dann hätte ich ja fast bekommen, Bernhard, weil da geht es um eins daneben. Glaube ich. Ach Quatsch, Bernhard, nee, ist schon, tut mir leid. Die 1 war doch bei mir dabei. Tut mir leid, die habe ich nicht gesehen. Ich kann nicht mehr verpasst, Bernhard jetzt aussteigen. Höher zu kommen. Bernhard steigt jetzt aus. Genau. Aber egal. 19.
Danke. Das habe ich nämlich vorhin so hingeregt, dass ich hier die 20 zählen kann, damit es einfacher ist. 23. Nee, Quatsch. 20, 5, 28. Und jetzt ist die Frage, gehe ich auf 32 hoch? Ihr habt schon wahrscheinlich schon mehr als 32, oder? Ich bin ausgestiegen. Ich habe 20. Weniger als 32. Ihr habt wahrscheinlich auch weniger als das, was ich aktuell habe. Ihr habt auch weniger als 28. Und hier ist irgendwas in akuter Gefahr. Ich habe schon genug, also würde ich jetzt ja aufhören, um meine 24 vor der Werner zu schützen, denke ich. Das wird 24 jetzt, ne? Genau, also ja, jetzt, ja. Dann kann ich jetzt ja aufhören, die 31 bekommen. Nein, die kriegst du nicht sofort. Nicht, verflixt, dann schnappt sie die also wahrscheinlich dann, weil sie... Ja. Ah, ne, sie hat auch keine Würmer. Oder aber wenn sie aufhört, sie hat ist Würmer. Ist egal. Versucht einfach aufs Maximum zu kommen, das ist doch jetzt... Ja, ich wollte ja nicht noch schützen, aber ich kann es ja nicht, weil ich Würmer raus habe. Ne, kannst du nicht. Jetzt hast du alle Karten gespielt, jetzt musst du aussteigen. Genau, Berner steigt aus, damit hat sie 24. Ja, glaubt er. Ich spiele den. Achso, ne, das habe ich hier verkehrt gemacht. So. Also, dann haben wir. Kannst du noch eine spielen? Nee, kann ich nicht. Nee, dann sind alle Karten raus. Okay. Dann Berner hat schon ausgestiegen. 24, du hast schon ausgestiegen. 20. Ich muss jetzt aussteigen. 30, 33. So. 12, 13, 14, 15, 16. 18, 28. 33. 33. 28. 24. 20. So, und jetzt ist es ganz einfach. Alle Chips aufdecken und die Würmer zählen. Das sind deine Siegpunkte. Das kannst du auch. Zähl mal die Würmer, die du hast. Alle Würmer zählen. Also alle? Alle Würmer. Ich habe 22. Ich habe 24. 26. 24. 39. Gut, dann hat die Berner auf jeden Fall gewonnen. Und du kriegst den Loser-Chip von uns schon täglich. Nicht nur so ein bisschen gewonnen. Nicht, dass wir uns geschlagen. 24 und du hast 28. Ne? Ja. Und in den totalen Regenwurm. Ja, komm, gut. Mach ich gleich. Das war Heckmeck am Kartenwurm-Eck. Am Karteneck. Am Karteneck. Sehr ähnliche Materialien zum Würfelspiel. Bakelitsteine, wie gesagt, ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben in der ersten Edition waren das weiße und etwas dicker. Inzwischen sind die ein bisschen beigefarben, genau. Aber das ist die Qualität. Genau, die sind, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, sind, glaube ich, ein bisschen kleiner. Sind super schön, reingeprägt, fühlen sich haptisch toll an. Ist noch das gleiche Material, hat jetzt Karten. Ja, jetzt wäre es natürlich, wir hatten noch nie zuerst angefangen. Berner, wie ist es denn im Verhältnis zum Würfelspiel? Weil damit müsste man es ja ein bisschen vergleichen, ne? Gut. Ja, die Frage ist. Komm mal näher ans Mikro. Ein Ticken näher. Ich muss jetzt eigentlich los. Ja, deswegen sag's doch kurz. Ja, weiß ich aber noch. Ich muss mich erstmal darüber kurz sammeln. Ja, okay. Dann geh los. Ja. Ist es belohnender als das Würfelspiel? Denn beim Würfelspiel musst du es ja auch in der Mitte bei der Auslage schaffen, das Ergebnis oder höher zu erreichen. Ne? Also es kann sein, dass wenn du kein ausliegendes Ergebnis hast, dann wird ja hinten einer umgedreht. Genau. Das ist ja der Spielende-Trigger. Du kriegst hier immer ein Ding, ja. Das heißt, es kann sein, dass du nichts bekommst. Mhm. Hier bekommst du immer irgendwas. Wenn es ganz blöd läuft, ist es auch mal ein Nuller, ja. Wenn es gut läuft, zwei Steine. Aber wenn es gut läuft, hast du eben auch, sind diese Zahlen 29 und hast gleich vier Würmer oder so. Mhm. Ne? Also das ist schon ganz nett. Insofern ist es belohnender. Ich glaube deswegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch ab 8 oder ob das ab 10 war, das andere. Aber es kommt mir, wenn man es drauf hat, ein bisschen leichter vor. Okay. Das ist witzig, weil ich genau das Gegenteil behaupte. Okay. Also ich finde, die ab 8 passt nicht. Also die Laura hier ist ja jetzt gerade 7. Ich würde bezweifeln, dass es mit 8 super gut spielen kann. Das ist auch nicht, es fesselt sie nicht gut genug. Ja. Und ich glaube, das ist normal, weil wir dauernd hier Zahlen zusammen addieren müssen. Mhm. Und dann musst du dir auch noch 4 oder 5 Zahlen merken bei den anderen, um zu gucken, wo du bist. Das ist ein Beatspiel. Das passt nicht zum Familienspiel, hätte ich jetzt gesagt, für 8-Jährige. Sich das klauen zu lernen, ist schwierig. Ich glaube, das müsstest du ab 10 oder so machen. Und ich finde das Würfelspiel emotionaler tatsächlich, weil du da auch mehr klaust. Es ist glückslastig. Selbes Material, aber es passiert mehr und du musst nicht dauernd so, also du musst zwar auch addieren, aber es fühlt sich nicht, also das hat sich mehr für mich nach Arbeit angefühlt tatsächlich. Okay. Ja. Was meinst du da? Die Laura will malen, ich glaube, das spricht für sich. kannst malen, genau. Und ich kannte das andere Spiel noch nicht, kann es auch nicht vergleichen.
sehe das wie du. Ich denke nicht, dass es in Familien, also nicht für Kinder, jedenfalls für kleine Mathe-Genies vielleicht interessant ist. Aber für normale Achtjährige denke ich eher nicht, dass das so interessant ist. Würfelspiel lag alles aus, ne? Ja, alles aus. Ich finde auch, dass die Pausen, also das Spiel wird interessanter mit mehr Spielern, weil man mehr klauen kann, aber gleichzeitig wird es dann auch langwieriger, weil man länger warten muss, bis man wieder dran ist. Das ist vielleicht ganz clever, dass es dann quasi nicht zu langweilig wird, dass es sich irgendwie ausgleicht mit mehr Spielern, aber das ist doch kein großer Mehrwert. Also es wird sich nicht viel geben, denke ich. Mit zweien wird es halt schneller gehen, aber dafür weniger interessant sein. Mit vielen ist es langsamer und dafür halt interessanter mit dem Schlagen. Und ja, also meint ist es jetzt nicht, aber es gibt wahrscheinlich eine Zielgruppe, aber die Achtjährigen sind es nicht. Ja, wie gesagt, kann ich nachvollziehen. Das Würfelspiel ist gigantisch gut. Ich finde jetzt, Kartenspiel hat nicht ganz den hohen Reiz vom Würfelspielen, das ist richtig, ja. Okay, das war trotzdem die Zochneuheit. Wenn euch Heckmeck liegt, kann es trotzdem sein, dass das was für euch ist, gerade mit den Karten. Wenn ihr sagt, ihr wollt es ein bisschen taktischer spielen, dann ist das hier auf jeden Fall das taktischere Spiel und fällt es zum Würfelspiel. Das Würfelspiel ist pures Glück, hier hat man auch ein bisschen Taktik. Das stimmt, das ist schon gut. Alright. Heckmeck braucht das Würfeln. Ja, gut, verstehe ich. Wir Alteingesotteten, die Heckmeck schon seit wie vielen Jahren kennen, das ist sowieso das Feeling. Ich verstehe aber auch, dass ein Verlag so eine Reihe wie Heckmeck dann anders probieren will. Ne? Vielleicht kommt auch mal ein Heckmeck-Brettspiel, kann alles sein. Ja, es gibt ja auch Zock am Kockelbock oder was nicht alles da. Und genau. Und die wollten wahrscheinlich mal was Neues machen, außer dauernd neue Würfelspiele. Ja. Okay, das war unsere Live-Vorstellung von Heckmeck am Karteneck. Wir bräuchten eher mal Kunststoff statt der Holzwürfel. Ja, bin ich bei dir. Das finde ich auch eins der negativsten Kriterien, dass da Holzwürfel drin sind, weil Holzwürfel schön sind. Aber ich finde, zum Heckmeck wäre es ganz cool, damit es wetterunabhängig ist, komplett, dass sie Kunstwürfel reintun. Hast du vollkommen recht. Bakelitwürfel. Ja? Ich lasse ihn hier. Ach so. Ja, ist okay. Dann machen wir den Stream erstmal zu. Wir melden uns nachher wieder. Bis dann, ciao.